So, da sind wir jetzt auch wieder in der YouTube-Folge quasi. Der Stream ist gerade abgekackt, aber das ist eine andere Geschichte. Boah, muss erstmal aufstoßen. Ja, ich mache jetzt keinen Snap, ey. Braucht doch kein Mensch. Das weg, das weg. Templar Assassin 689 hat einen Kommentar geschrieben, wo ich auch nicht. So. PT4 fangen wir dann endlich an, holy shit. Ich behalte gerade OBS im Blick. Okay, nimm mir rechten Dings. Warum ist hier wieder ein Loch in meinen Haaren? Ich hasse es. Aber lieber ist das Friseur. Das wäre zu einfach. Wo waren wir denn jetzt genau? Hier hatten wir alles erledigt soweit, ne? Hier fehlt noch der andere Edelstein. Aber hier haben wir schon Gold überall. Ist die Frage, wie gehen wir das jetzt an eigentlich? Wollt ihr durchspielen? Haha, schön wär's. Ich will gerade nochmal gucken. Ich weiß genau, dass ich mir letztes Mal schon einen Überblick verschafft habe und wieder alles vergessen habe. Hier fehlen noch ein paar Goldzeiten. Ich würde sagen, beinahe, wenn es nicht gerade nicht möglich ist, dass wir überall jetzt schon mal die Edelsteine holen. Dass ich vielleicht das so durchgehe, dass ich quasi in jedes Level jetzt reingehe und das Relikt hole und wenn im entsprechenden Dings auch noch der Edelstein fehlt, hole ich den auch noch. Es gibt ja noch ein Level, wo ich es nicht kann, wahrscheinlich dann. Ich weiß leider nicht welches. Ist es denn Tomb Time hier? Tomb Raider? Tomb Time? Kann ich hier schon holen? Weil dann würde ich es vielleicht sogar schon tun. Kein Weiß, in Warp 3 befinden sich auch die beiden geheimen Ausgänge. Hey. Ich mach es jetzt einfach mal. Spring einfach mal ganz gewagt rein. Das war der Weg nach links, ne? Genau. Muss alle. Ah, okay, dann waren es tatsächlich die Kisten, die fehlen, okay. Ui! Grandioser Start. Leckt mich am Arsch. Oh, Leute, ich bin. Stimmt, wir hatten ja das Level, wo ich noch nur Leben hatte am Ende. Oh, ja, das finde ich gut. Neuer Versuch, hey. Genau, und die Goldrelikte erstmal nicht holen, beziehungsweise wenn ich, ja, und eigentlich gucke ich dich schon seit Simpsons das Spiel und seit deinem Rayman 3 Streams. Hey, cool. Ein stiller Zuschauer, der spricht. Das ist lustig, weil ich auch überall, wo ich gucke, stiller Zuschauer bin. Also auf der einen Seite denke ich mir dann immer so schade, wenn Leute nicht schreiben, beziehungsweise, ne? Ich meine, ich habe nicht viele Aufrufe. Es gibt sicherlich einen oder anderen, der öfter vielleicht vorbeiguckt, aber nicht schreibt. Aber ich denke mir dann auch immer so, ich wäre ja selber die anders, ne? Deshalb ich da auch versuche nicht böse zu sein. Böse sein. Ist ja jedem freigestellt, ne? Ich habe heute. Stimmt, wie lief dein Test? Du hast es gestern in der Stream-Empfehlung geschrieben. Ich wollte noch drunter schreiben, viel Glück. Rate mal, was ich wieder vergessen habe, weil ich ein vergesslicher Himmel bin. Ich habe hier einen Satz gerade angefangen. Achso, dass ich aber die Saphir-Rille, also dass ich, wenn ich erstmal Saphir kriege, ist erstmal bei Saphir belasse und das Gold dann vielleicht später nachhole. So ist jetzt gerade mal der grobe Plan. Mal gucken, ob das aufgeht. Ich meine, Warp 2 haben wir überall schon Gold, ne? Das ist cool. Bin ich gerade eigentlich richtig gegangen? Weil es war eine große Prüfung über zwei Semester. Aha. 1,7. Hey! Du bist klügerer als ich. Ah, wusstest du, dass ich jetzt auch Student werde? Nein, also ja, also nein. Vielleicht aber auch einfach nicht. Dazu vielleicht später mehr. Bin richtig stolz auf dich. Danke! Achso, du meinst Templar. Oh nein! Wartet! Nein! Ich bin tot. Ich musste da hoch. Ich hatte Panik. Hab ich wieder den Doppelsprung vergessen. Ich war auch sehr nervös und habe viel gestammelt, was meiner Note geschadet hat. Ja, und das ist ein Doppelsprung. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Bin Panik wieder vergessen. Ich habe gestern aus Langeweile, was habe ich eigentlich nebenbei nochmal gemacht? Ich habe es vergessen. Eigentlich mal ein bisschen das Crash 3 Let's Play von Tsutsui geguckt. Das alte. Nicht komplett, auch nur das, was ich schon gesehen habe. Auch wie gesagt, mal wieder, wie ich es immer mache, ne? Nur so nebenbei. Nicht wirklich aktiv hingucken. Das war lustig. Das ist auch der Kompetenteste, aber ich bin inkompetenter. So, haben wir auch alle.
Beautiful. Alter, Äpfel, so viele Äpfel. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Crash YouTube Code. Folgt mir, Fräsenjunge, auf Twitter und meinem Zwilling-Faker-Junge. Mit deinem Scheiß Twitter-Profil, Mann. Ich find's übrigens okay, wenn du das drin hast. Für dich wäre der Snap noch klug gewesen, weißt du? Ich wollte den Snap machen, dachte mir, hab jetzt keinen Bock, mir fällt nichts ein. Sind eh alle da. Und dann kommt er. Alleine. Nee. Nicht zu viel Arbeit. Wow! Was? Ich hab gewirbelt. Aber zu spät, glaube ich. Immerhin bleibt der Bonus gespeichert. Das ist mir wieder schön. Wenn man ganz fortschrittsmäßig hier. Genau da lang, wo man auch lang soll. Der eine, ne? Der hier eigentlich kriegt, ist ein Leben. Jetzt will ich den nicht mehr. Das ist ein verfluchter Apfel. Das ist Schneewittchens Apfel. Von der komischen Ollen. Wie hieß denn nochmal die Olle aus Schneewittchen? Böse? Ich hab's vergessen. Also Leben. Ich finde es schade, dass du bei Spider-Man nicht auf wild gewordener Autofahrer getroffen bist. Bist doch sogar zensiert mit Supreme. Ja, echt, ey. Traurig, dass alle anderen Bildeffekte wirklich von mir waren in diesem Bild. Burger, Burger! Burger, Burger-Zeit. Bob's Burgers. Haben manuell ein ganz bisschen geguckt, als er da war, und wir dachten uns wieder nur so, irgendwie ist Bob's Burgers komisch. Mir macht es immer Angst, wenn ich das gucke. Mund auf. So, zuerst links oder zuerst rechts? Das Ding ist wahrscheinlich klüger, weil hier ist lila Edelstein. Kann ich da... Achso. Ich dachte schon, da gibt es jetzt den lila Edelstein. Ich dachte mir, ich habe doch schon alle, oder? Habe ich denn alle... Ich habe jetzt alle farbigen Edelsteine, oder? Ich bin mir gerade nicht 100% sure. Weißt du, jetzt... Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich hier durchkomme, aber im Time Trial bin ich einfach easy durchgerusht, so, ne? Ich sollte mehr Speedruns machen? Nee. Einfach so. Ha! Motherfucker. Uiuiuiui. Okay, man kann da sogar irgendwie drin laufen. Wahrscheinlich nur nicht, wenn sie rauskommen gerade. Boah, Alter, war das knapp. Geht weg! Und komm nie wieder! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Alter! Ich hätte aber weitergehen können, ich weiß. Aber nö. Das war natürlich richtig klug, ey. Geht das Ding automatisch wieder zu, wenn ich auch hier drauf stehen bleibe? Ja, ja, ja. Ich hab gerade meine Antwort gefunden. Hi. Okay. Sehr gut. Auch sehr gut, ja, solange es das normale Kisten sind. Bim, 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 bim. Dann ist Speedrun-Modus, bin ich einfach durchgerusht. Jetzt traue ich mich sowas nicht. Jetzt muss ich auch alle Kisten holen, ne? Oh, dazu. Denken. Na gut, dass ich hier theoretisch auch ohne Ding rüber kann, das habe ich im Time-Trial gelernt. Bin auch einfach so rüber gerusht. Achso, ich muss zurück, ne? Warte mal, das ist ja schon hier. Wo ist denn der Rückweg? Ich geh gerade mal kurz dahin. Ah! Oh, ja, herrlich. Oh Gott. Dann gehe ich jetzt mal rechts lang. Vielleicht ist es mal gucken, welcher Rückweg einfacher ist. Was ist das für einfacher? Diese Grafikfehler, ne? Ich glaube, der linke Weg ist tatsächlich einfacher zurück. Das schaffe ich noch! Ich schaffe es nicht. Why am I so bad at this game? Oh, wo war denn der Rückweg? Das habe ich halt echt nicht gesehen, so.
Das war jetzt irgendwie was völlig anderes, was ich hier gesummt habe. In Touches. Irgendwie so. Oh, geh doch weg, du blöde Kiste, ey. Hey, wir haben hier sogar einen Point de la Check. Vor allem kann man nicht nur links, man kann auch nur links zurück, oder? Weil hier sind ja diese Wände. Oder funktioniert das anders? Oh Gott. Die da oben jetzt kriegen. Ah, Oh Gott. Ja. Jesus. Oh, Jesus. Du bist nicht Jesus. Hast du meinen Skyrim-Snap gesehen? Die drei Stück? Ja, habe ich. Ich wollte zuerst noch mit Gayrim antworten, aber ich hab's aber auch nicht getan. Ich ging's ja echt zurück. Ich hab's halt nicht mal gemerkt. So, what the fuck? Na gut, wenn man hier so ankommt, dann sieht man da auch nicht unbedingt, dass man da noch zurück kann. Muss. Du sagst rechts einfacher zurück, dann gehe ich jetzt einfach. Dann mache ich jetzt einfach eine. Ne? Dann gehe ich einfach mal zurück. Ich werde wahrscheinlich verrecken. Ach, ich wusste mal, wie eine Schlucht war. Ah, das hier zurück wird jetzt aber die Hölle. Ja, toll. Boah, dann gehe ich jetzt schon von hier zurück. Oder? Das Level ist auch schon wieder. Das mag ich mal nicht, wenn man so komisch. Woo! Wenn irgendwie alle Wege einfach gehen muss. Ich glaube, ich gehe im Over, bevor ich das geschafft habe. Dann wäre ich richtig traurig. Ja, ach, da war doch. Ach, leck mir doch die Füße, ey. Ja. Das ist jetzt irgendwie eine blöde Lage, in der ich bin. Boah, nee, ehrlich. Ich geh raus hier. Ich mach's nochmal von vorne. Mann. Kannst bei dem Licht problemlos krabbeln. Das ist sicher. Oh, lol. Ah, ist das behindert, ey. Ich öffne mal meine komische Zitronenwasserflasche. Das Zeug schmeckt richtig eklig einfach nur. Davon haben wir noch so viel rumstehen, dachte mir, hey, die müsste auch mal leer werden. Denkt ja sonst auch keiner. 13 Minuten, ne? Und ich habe noch nichts eigentlich wirklich geschafft. Ja, was heißt eigentlich? Ich habe noch nichts geschafft. Kein Edelstein, kein Relikt. Stattdessen ein Game Over. Geht auch. Ach, muss ich den Bonusblödsinn nochmal machen hier. Bam, bada, bam, bam, bam. Ja, ich weiß schon, wie ich einen Checkpoint nutze. Gucken, ob alles. Hey! Oh, da. Gucken, ob alles hier kaputt gegangen ist. Ja. Dim, dim. Ups. Hui! Guck mal, ich hab's nicht vergessen. Hey. Piu, piu. So. Nutzt diese, wie denn, wie er einfach nur die Flasche öffnet. Ich sag es dir, sie wird runterfallen. Ach, mein guten Tee. Weil ich hab's ja noch. Doch, ich hab's ja geöffnet. Ich hab nichts getrunken. Na, ich bin auch ein Vollidiot. Ja. Gut, haben wir das auch abgehakt. Sehr schön. Ups. Was ist jetzt passiert? Nehmen wir diesen Weg. Ah, ich hab hier schon Gold, oder? In dem Zeitding? Ja, ne? Zweiter Warp. Ist das dritter Warp? Ich bin komplett verwirrt von allem.
in diesem Spiel. Ist aber zu hart für mich. Bürger, Bürger. So, bam, 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 bam. Bei dir kann man aber durchkrabbeln, sagst du? Was living a lie. All my life. Fucking Flamethrower im Tempel oder im Grab, eher gesagt. Rise of the Tomb Raider. Das war noch der beste Folgetitel, den ich für das Projekt hatte. So, Checkpoint, links lang. Das war ganz schön knapp. Hier muss ich aber. Hier muss ich aber so durch. Hui! Ich hab. Tsching! Das ist ein gutes Geräusch. Uiuiuiui. Weiß nicht, ob mich das noch erwischt hätte. Ah! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte rutschen und ich bin aus Versehen gerannt. Ah, das war dumm. Der Rückweg, ey. Beep, 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 beep. Hei, hei, hei. Oh, das war bitter. So verdammt knapp dieser Sprung, ne? Oh, was? Was soll? Boah, Alter! Häng hier irgendwo wieder fest, ey. Hey! Ist gut. Das tat weh mit dem Checkpoint. Auf dem Öl rutschen. Ja, da war ja was. Hui! Doop, 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 doop. Ja, ich lasse da einfach. Ihr greift mich schon nicht mehr an. Das war ein dummer Zeitpunkt. Nein! Du mich nicht abwerfen. So geil, wie die einfach aus dem Bild auch raus sind, so. Hui! Ich finde es schön, dass ich vor meinem Urlaub noch das Ende von Spider-Man sehe. Hey, du bist mir auch weg, also passt, oder? Ich sehe mein einziger Zuschauer. Ha! Hui! So eine Musik ist das hier, die. Das ist irgendeiner aus Crash Team Racing, ne? Dieses. Das war die Oberweltmusik. Achso, ich muss doch wieder zurück, Mann. Leon F., Alter. Ich bin auch der Einzige, der Liebesgedichte schreibt. Jawohl. Das gute alte Fanpost-Gedicht, ey. Was war's noch mit Der Weg ist einfach? Ah! Deine Mutter! Mir wurde meine Farbe geklaut. Fucking Red. Mal von hier anfangen. Shit! Boah, nee. Das Level, ne? Wer hat das wieder voll? Ich finde das halt mega ätzend, so diese Stellen, wo man dann nochmal zurück muss, den gleichen Weg für anderen Blödsinn, ne? Boah, nee, ey. Dann kannst du mich jagen, du. Hey! Alter, Venedig. Schick. Ich war auch schon mal in Venedig in Assassin's Creed. Niemand mal spielte da mal. Moment! Weiß ich gerade nicht. Shit. Zu lange her. Brotherhood ist ganz. Eieiei. Okay, warte mal, das schaffe ich. Das schaffe ich noch. Puh! Was wollte ich jetzt sagen?
Und das hier könnte mir sogar theoretisch sparen. Den, wohl, nee. Wer weiß, ob ich den Weg schaffe, rückwärts. Echt rechts zurück? Na gut. Ich bin noch links zurück. Ich hab keine Liebesgedichte. Zum Glück. Ja, es ist ganz toll, wo die Demo ein lebhafteres Venedig hat als das Spiel dann selbst. Ja, echt? Das Geräusch ist halt so geil, ne? Ich find's ganz cool, dass man hier quasi auch sicher ist. Dass man nicht. Das war wirklich da. Uiuiui. Da, wo die Spikes halt wirklich eigentlich erst sind. Dass man da auch erst Damage bekommt. So, eigentlich. Meine Gegner bleiben ja tot. Hier kam auch nichts mehr. Muss man einfach nur dem. Okay. Genau, den Spikes und so ausweichen. Dim, dim, dim. Ganz langsam. Oh Gott. Ja, da war eine Schlucht in der Mitte. Uiuiui. Okay, okay, okay. Jetzt wird's hart, weil ich muss jetzt. Oh, diesen Sprung schaffen, genau. Der eigentliche Weg dahin bis zum Checkpoint war doch eigentlich gar nicht schwer, oder? Bam, 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 bam. Ich meine da links. Irgendwie habe ich wohl doch eine kleine Links-Rechts-Schwäche. Links da oder rechts. Ich dachte jetzt links wäre. Ist ja auch egal, ich bin jetzt hier und hoffe, dass ich jetzt nicht mehr verrecke, ehe ich den Checkpoint hinkriege. Ansonsten wäre ich sehr, sehr traurig. Und gehe mich umbringen. Die Folge ist halt gerade eigentlich vorbei, aber komm, das mache ich jetzt noch, ganz ehrlich. Kannst hier. Ah, scheiße. Ich mache hier keinen Blödsinn mehr, ne? Ich will jetzt durchkommen. Was auch noch mit keinem Blödsinn mehr? Boah, das war schon wieder so dumm gerade. So, und hier durchkrabbeln, alles klar. Und gleich lasse ich wieder auch so in die Taste los. Was ich meinen Akku damals verkackt habe, ärgert mich. Uiuiuiui. Okay. Mal kurz warten. War da oben schon gleich der Check? Ja, da ist er schon. Geil. Gut. Lieber schon mal gleich hier holen. Da. Jetzt, das ist nicht schwer, das ist aber nur nervig jetzt. Ach, komm schon. Nee, nee, nee. Nee. Okay, den habe ich schon mal. Luckily. Ah. Das Abschätzen ist nicht leicht. Immer so ein paar Millimeter weiter jetzt. Immer treffe ich ihn. Ich bin dann vorbei und treffe ihn nicht. Ja, das sag ich doch. Ah, okay. Coole Sache. Hey! Hey! Weg mit dir. Und weg mit die. Ich habe schon gewirbelt, Alter. Spiel. Werd mal nicht frech hier, ja? Jetzt habe ich ihn direkt erwischt. Ach, und jetzt geht das so einfach. Was? No! Nasio. Bazooka, du hast absolut recht. Aber dann krieg ich ja. Achso, ich bin doof, hä? Achso, ich bin doof. Ich dachte gerade, hä, dann krieg ich ja das Ding da oben, die Dinger da oben gar nicht mehr. Na. Weil ich die Typen abknalle, aber ich kann auch die Dinger mal abknallen. Leider auch klüger. Ich glaube, den krieg ich da von da hinten nicht. So. Fucking Bazooka, wieso vergesse ich die denn immer? Ah, oder doppelt. Vergesse wie alle Spielelemente. Schrecklich. Sag ich euch. So, wenn mir jetzt eine Kiste fehlt, dann. Es fehlt immer die Kiste. Es fehlen immer die Kisten bei den. Bei diesen nervigen Leveln. Es ist immer so. Wird auch fehlen jetzt. Das weiß ich schon. Ich bin ja ein sehr pessimistischer Mensch. Was? Vier? Nicht nur eine? Da wäre auch viel, wäre ja zu einfach gewesen. Das wollte ich halt nicht mal. Ach, ich habe die eben vergessen, oder? Habe ich die eben vergessen? Ich glaube, ich habe die eben nicht geholt, oder? Shit! Ja, und die. Ja, jetzt das war's auch. Okay. Gut. Ich habe es jetzt gerade selbst gemerkt, so, die habe ich eben gar nicht mehr geholt. Oh, Mann, ey.
so eine Tra-Tüte, wie Cortex sagen würde. Warum schaffe ich jetzt diese einfachen Sprünge hier nicht mehr? Willst du mich ficken? Wie Cortex sagen würde in Crash Team Racing. Du, Tra-Tüte. 24 Minuten, 25 Minuten hänge ich jetzt nur an diesem Level, ne? Das ist wieder zum Kotzen. Ah, ja. So weit wollte ich nicht gehen in meinem Leben. Gott, du fahr. I tried so hard. Ah! Hab eine wunderschöne Singstimme. Boah, so. XD. Hast du gut übersehen. Hi, Steven. Überlebenstipp 2038. Kisten vor dem Checkpoint zerstören. Ich hab's mir beim Checkpoint sogar gedacht. Ich dachte mir, okay, bevor, weißt du, ich sterbe überall. Jetzt so schnell wie möglich den Checkpoint einsammeln. Sollst du ihn mal anrufen, dass er auf dich hört. Vielleicht passiert das wirklich.